Ja, und nu? Dann los. Mitkommen. Schmonk. So, wir müssen einen Weg da reinfinden. Charlie Sheen sieht schon mal sehr scheiße aus. Gesundheitlich her. Aber ich kann auch nicht drüber klettern. Weil er ja da ist und ich darf mich nicht mal von dem fortbewegen. Was denn? Darf mir auch nicht folgen. Was? Ich hab doch gesagt, bleib stehen! Er ist wahrscheinlich reingelaufen und ist gestorben. Alter, was ist da los? Ich muss dort einfach nur darüber hüpfen. Weil ich kann nicht irgendwo nirgendwo mit reinknallen. Kann ich nicht machen. Sieht so wie bei Assassin's Creed 3. Seht ihr, Charles? Wir werden Chad schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Ich hab dir noch gesagt, er soll stehen bleiben. Und er ist mir wahrscheinlich gefolgt und in die Masse reingelaufen. Vollheld, ey. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Du! Stopp! Warten! Nix mitkommen! Bleib da! Nicht. Das glaubst du doch jetzt selbst nicht, Alter. Nein, nein, kein Eindringling da. Bleib mal geschmeidig. Okay. Das ist eine Art Trainingsübung. Keine Ahnung, wie wir jetzt da reinkommen sollen. Der Arsch kann nicht klettern. So, hast eine Waffe? Gut. Dann hören wir jetzt auf mit dem Schleiche und machen es jetzt auf die einfache Tour hier, ey. Fuck's jetzt dicke. Ich will jetzt drin da. So, einfache Kiste hier. Nicht lange rumgefuckelt jetzt hier. Nehme ich nicht in Ruhe lasst. Voila. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt... Die Fresse einfach halten, ey.
So, wir haben es jetzt so gemacht, ey. Mein Gott. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Haltet ihn! Ah, jetzt macht's, also macht's Spaß mit dem Kämpfen. Jetzt muss ich von denen jetzt wahrscheinlich durchsuchen, ob die den Schlüssel haben. Ich glaube, ich habe den Schlüssel schon gefunden. Ja, das war ja einfach. So, hab den Schlüssel. Gar kein Problem. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Benjamin Franklin. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also... Was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas. Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Aua! Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. So, mal ganz ehrlich. Feier mit der Party hier. Was ist jetzt los? Warum wurde er getötet? Was soll ich denn sonst machen? Ich muss ihm wahrscheinlich jetzt das tun. Ah, klick. Okay. Sie müssen ja sehr stolz sein, ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt. Oi, hier drüben, ihr Bastarde. Komm schon. Lass mich an. So, hier, komm her. Liegen bleiben, Spacken, Alter. Und du? Krepier. Ganz einfache Kiste, so, knallen wir ihn als erstes ab. Wer seid ihr? Evan Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Ihm wurde die Nase aufgeschnitten. Was zur Hölle? Bullshit! Meine Fresse, die müssen immer miauen, wenn ich dann hier am Zocken bin, ey. So, irgendwas habe ich verkackt hier, glaube ich. Alter! Kollege, das machst du nicht noch einmal, ey. Ist mir scheißegal hier. So, ist mir egal hier. Ich lasse mich doch nicht durch die Gegend schubsen wie so ein blöder Hammel. Krepier einfach. Und du auch jetzt weg da. Ja, wie oft willst du noch durchschneiden, Alter? Aber ich weiß nicht, wie ich halt zu
So. Ich bin doch nicht bekloppt und lass mich einfach wegschubsen hier. Am Arsch ist du's da. Oh, und hier saufen sie wieder wie die Könige. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Seiler Fletcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. Oh, wir kriegen aber ganz schnell die ganzen Truppen zusammen. Schon nett. Doch das wird jetzt auch wieder Ewigkeiten dauern. Aber ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Yo, man of the hood. Gangster-Style for the win. Mission starten. Lade, lade, lade. Was ist euer Begehr? Deine Mutter. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Whatever. Oh, da haben wir einen Sklaven. Sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wie ich was dagegen hätte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr eure Ankunft lieber unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. No, ho, ho. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Sagt mir einen Brief mit seinem Siegel. Und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Hey, then. General Braddock. Noha. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern auf dem Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Oh. Ihr kann aber nicht auf mich sitzen lassen. Ich will den Typen haben. Nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay, ich weiß nicht, warum er ihn jetzt immer Bruder nannte, woher die beiden sich kennen oder sonst irgendwas. Christuskirche. Vielleicht auf die Marlborough. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja. Tut mir leid, Köterchen. Nur Zeit. Ich muss da. Lara Crofts da hinterher kraxeln. Der springt ja vollkommen hinterher.
Platz da. Oh, schön, 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 schön. Ja, ja. Knuffig. Alter! Ich bin ein Vorgesetzter? Hoffe, mich wegzukicken? Hihi. Na, jetzt auch so. Alles, was ihr jemals braucht, jetzt habe ich hier für euch gute Leute gesammelt. Jetzt! Ups. Was ist jetzt los? Wer geht? So unnäsig. Diebe und Halunken seid ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Oh. Ihm nach! Jetzt müsst ihr am besten mal hinterher sprinten. Halt, da lang. Ja, ja, ich komme ja schon. Was ist jetzt los? Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Da habe ich irgendwie krass was dagegen. Ich möchte gerne auf Schwert wechseln und so. Ach, jetzt habe ich. Ah. Jetzt habe ich's. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, genau. Ja, ha. Wichser, ey. Machen wir es einfach so. Sag mal, holst du gerade runter oder was? Alle tot. Immer schön plündern hier erstmal. Quer das ganze Kohlding hier haben will ich. Er lebt noch. Ah, soll er verrecken. Warum der eine eben gerade nicht zu töten ging, weiß ich auch nicht. Da habe ich einfach mit der Schusswaffe hinterher. Okay, die Vertonung ist scheißen dumm. So. Ja, noch jemanden. Ich weiß, es ist nicht gerade spannend, aber. Ich will ja auch ein bisschen Kohle kriegen hier, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich überhaupt mit diesem noch hier dödeln werde. Aber jetzt gehen wir mal zu diesem Typen hier. Und haben ihm nochmal so richtig derbe in die Fresse. Ich zügle meine Hand, weil ihr als mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gekauft. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Eiskalt dreht er sich nicht um und lässt ihn einfach weiter labern.
So, Sequenz 2, abendet. Wir. Ja, haben wir doch. Was? Was? Ich hab ihn denn gemacht? Ich hab ihn gemacht. Ich hab ihn geschafft. Oh, Mann. Gehen wir mal rein hier, würde ich sagen. Wahrscheinlich kann ich nicht so viel machen. Das ganze Hauptgeschiss wahrscheinlich dann erst kommt, wenn wir Konoha spielen. Also sprich den Indianerjungen. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, ich würde das jetzt hier erstmal beenden, bevor wir weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen, angenehmen und zufriedenen Tag. Hoffentlich sieht man sich auch mal online.